Du, Sarah, wir würden gerne ein Spiel mit dir spielen. Mhm. Das ist ein tolles Spiel, was wir vor einiger Zeit schon mal vorbereitet hatten. Mhm. Mit Ina Müller. Das Spiel hieß früher Laugendetektor. Das funktioniert eigentlich wie Tat oder Wahrheit. Also wir bekommen Fragen gestellt und müssen die Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Dann gab es aber, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf öffentlich. Also es gab, ich sag mal, nach dem Spiel Ärger, weil man uns vorwarf, wir würden mit Lebensmitteln werfen und das sei wohl nicht erlaubt. Und wir haben eine vom ZDF-Fernsehrat eine Rüge bekommen. Eine Rüge. Für Lebensmittelwerferei? Ja. Also das heißt, wir dürfen es nicht nochmal machen. Nicht, aber ich und warum nicht? Weil dann irgendwie die Großen... Weil die Kinder in Afrika jetzt gucken ja auch zu. Ne? Und, sind dann sehr traurig. Und es geht, wenn man es einpackt. Also Lebensmittel eingepackt, dann würde ich sagen, wir spielen den Laugendetektor, aber nennen es ein kleines bisschen anders. Passend zu Karneval, wir werfen mit eingepackten Lebensmitteln. Und das Spiel heißt folgendermaßen. Ich zeig dir mal, wie es funktioniert. Ich nehme jetzt eine Frage einfach mal aus meinem Korb, mach das Visier runter und muss jetzt versuchen, die Frage wahrheitsgemäß zu beantworten. Wenn Sie meinen, ich lüge, bewerfen Sie mich mit Kamellen. Du stellst dir selber eine Frage und beantwortest sie. Ich weiß nicht, wer das ist, wer die Frage geschrieben hat. Ich weiß nicht, was für eine Frage das ist. Und kann ich auch bewerfen, einfach so? Du kannst mich, wenn du möchtest, auch bewerfen, ja. Aber pass auf, dass du keine Fragen mitwirfst. Welches Körperteil... Nein, Sarah! Nein, nein. Wann ist der Moment dann, wann ich werfe? Welches Körperteil von dir hasst du am meisten? Kann ich antworten, welches Körperteil ich an dir am meisten hasse? Ja, gerne. Nein, warum? Hey! Noch nicht. Also ich würde sagen, ganz selbstkritisch, einfach weil er zu groß ist, mach das nicht. Ich habe so einen leichten Bauchansatz. Nein, 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 ihr müsst nicht werfen. Ich habe so einen leichten, guck, ich habe wirklich so einen leichten Bauchansatz. Guck. Das ist nicht Hass, aber es ist. Was ist denn so ein hämisches Lachen? Nein, das ist ein richtiger Lachen. I'm not perfect, I'm just a human being. Ich habe das Gefühl, dass man bei dem Spiel in jedem Fall verliert. Ich habe deinen ganzen Kamellenfick abbekommen gerade. Ralf, ganz kurz, wenn ich jetzt auf eines dieser eingepackten Lebensmittel trete, ist das dann juristisch, kriegen wir wieder eine Rüge? Ja. Dann müssen wir 14 Tage nach Rügen zur Strafe. Ganz dünnes Eis. So, jetzt bist du dran, du musst eine Frage ziehen. Kann sein. Gut, dass wir einen neuen Shiny Floor bekommen haben. Ja, jetzt, was ist es? Lies mal vor. Ja. Worum beneidest du Jan Böhmermann am meisten? Ja. Ja, sag mal. Um die enorme Wampe. Furchtbares Spiel. Das bisschen Lügen, Mann. Du willst eine Wampe, Sarah? Ich mach dir eine. Ich hab eine. Wahrscheinlich haben wir gleich Wampe. Sex. Hey, hey! Wir sind in der Sexmobstadt. Das ist das Mindeste, was ich hier anbieten kann. So. Ich habe all deine Fragen runtergeschmissen. Oh Gott, da liegt noch eine Frage. Bist du neidisch auf die Kohle von Joko und Klaas? Absolut ja, natürlich ja, ja. Natürlich bin ich neidisch auf die Kohle von Joko und Klaas. Wer nicht? Ich bin aber nicht neidisch darauf, was sie alles dafür machen müssen, um so viel Kohle zu haben. Natürlich. Ja, ja, verstehe. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, als mit Laugenbrötchen zu werfen, ehrlich gesagt. Ich hätte Stullen besser gefunden. Mit wie vielen Frauen hast du schon geschlafen? Ist das eine Frage für dich oder für mich? Ich habe aus einem kleinen Körbchen. Ich habe noch nie... Ich antworte super ehrlich und dafür erwarte ich keinerlei Kamelle. Ich hatte einmal so eine Fummelei, als ich 16 war, mit meiner Freundin Maya. Und dann dachte ihr Freund, ach guck mal, da fummeln zwei Mädchen, das finde ich schön. Dann kam der dazu und dann bin ich gegangen. Nicht ein Bonbon! Vielleicht war das der Freund von damals. So war das gar nicht. So, komm, eine Frage noch. Schaffen wir noch eine Frage oder haben wir keine Zeit mehr? Ralf? Mach mal. Ich weiß gar nicht, wo die Fragen sind. Nimm doch eins aus meinem Körbchen. Hier ist eine. Würdest du gern mal ein Buch von Sarah Kuttner lesen? Ich bin nicht sauer. Ich habe deine Sendung ja auch noch nicht geguckt. Ihr neues Buch 180...
Ein neues Buch, 180 Grad mehr, hat mich neugierig gemacht. Das würde ich sehr gerne lesen. Bücher retten Leben, das ist das Buch von Sarah Kuttner. 180 Grad mehr und es hat ihr soeben das Leben gerettet.